Hallo und herzlich willkommen zum Meet. Wir haben heute Professor Dr. Tobias Gößling mit uns in der Leitung, ein sehr spannender Gesprächspartner. Erstmal herzlich willkommen, Tobias, dass du da bist. Oh, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Und Tobias ist ein Wirtschaftsethiker. Er ist dabei international unterwegs, ist gerade an der Catch Business School in Frankreich unterwegs, hat an der Universität Tilburg gelehrt und Dutzende europaweit verteilte Engagements in verschiedenen Rahmen. Zum Beispiel habe ich auch gelesen, an der Universität in Bukarest einen Lehrauftrag. Also ganz spannend unterwegs und vor allen Dingen bist du auch sehr nah an Unternehmen dran, hast viele Beratungsmandate bis hin zu Top-Konzernen, deren Namen wir alle kennen und bist dort vor allen Dingen an einer Schnittstelle, nämlich der Frage, was ist denn eigentlich verantwortliches unternehmerisches Wirtschaftshandeln? Und das ist eine spannende Frage für uns als Familienunternehmer. Und ich freue mich sehr, dass wir hier gemeinsam mit dir darüber reden können. Erstmal herzlich willkommen an alle in der Leitung. Schön, dass ihr da seid. Und wie immer, ihr habt dort unten eine Fragebox. Und wir wollen vor allen Dingen eure Fragen stellen. Also, sobald ihr Fragen habt, schmeißt sie bitte in die Fragebox. Hermann und ich stellen sie sehr gerne. Also, schön, dass du da bist, Tobias. Und da mal erst der erste Blick auf dich. Wir haben ja schon in dieser Lage Dutzende ethische Themen, die wir diskutieren können. Sollte es Staatshilfen geben? Sollten wir eine Lufthansa retten? Und wenn ja, wie? Müssen die sich umweltfreundlich zeigen? Und was nicht alles? Dabei erstmal die Frage, in diesem ganzen Dickicht der ethischen Fragen, was ist denn jetzt für dich in dieser Krise die wichtigste ethische Frage, die wir uns stellen sollen als Unternehmer? Die wichtigste Frage, die wir uns als Unternehmer stellen sollen, also die wichtigste Frage als Unternehmer ist in dieser Zeit, glaube ich, für sehr, sehr viele Unternehmer die Überlebensfrage. Wie kann ich mein Unternehmen durch diese Zeit retten? Wie kann ich auch natürlich mit Fürsorge für Kunden, für Mitarbeiter mein Unternehmen durch diese Zeit retten? Natürlich auch, wie kann mir eventuell die Gesellschaft, der Staat dabei helfen? Und in diesem Zusammenhang natürlich auch, wie können wir als Unternehmen unsere Interessen gemeinsam nach vorne bringen? Und um in diesem Zusammenhang auch gleich auf die anderen Bemerkungen oder Fragen hinzuweisen, ich glaube schon, dass es für Deutschland sinnvoll ist, wenn wir in Deutschland eine eigene Luftlinie haben. Ja, und wenn nicht in Zukunft sozusagen nur noch ausländische Luftfahrtgesellschaften in Deutschland landen. Das kann natürlich auch, könnte natürlich auch geschehen. Andererseits denke ich auch, dass Hilfen an Bedingungen zu knüpfen sind. Ja, und da kennen wir natürlich auch, Frederik, auch aus den Niederlanden sehr, sehr interessante Beispiele. Ja. Wir wissen, dass es die Form der semi-öffentlichen Unternehmen gibt. Ja. Semi-öffentliche Unternehmen sind Unternehmen, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist. Und für semi-öffentliche Unternehmen, wozu in Deutschland übrigens de facto auch Volkswagen gehört, gibt es in den Niederlanden eine Norm, die heißt die Balkenende-Norm. Die ist damals vom Ministerpräsidenten Balkenende eingeführt worden und die besagt, dass im Hinblick auf Verteilungs- und Gehaltsfragen eine ganz besondere Bedingung bestimmt. Ein Präsident, ein CEO einer semi-öffentlichen Organisation darf nicht mehr verdienen als der Ministerpräsident des Landes. Das klingt natürlich schon nach einer sehr, sehr starken Steuerung, aber ich finde es zumindest mal durchaus überlegenswert, inwieweit man nicht auch Bedingungen an Hilfen knüpfen kann. Ja. Ja, wir haben eine ganze Menge spannende Fragen und da können wir uns mal in dieser rund Dreiviertelstunde ein Stückchen durcharbeiten. Erstmal, du sagst, das finde ich sehr spannend, die erste ethische Pflicht für den Unternehmer ist jetzt gerade durchzuhalten und vielleicht zu überleben. Vielleicht magst du da noch ein bisschen deine Gedanken schildern. Wie blickst du denn da gerade drauf auf die Lage? Nun, ich sehe natürlich, dass sehr viele Unternehmen entsetzlich leiden. Wir konsumieren im Moment auf eine ganz andere Art und Weise. Wir konsumieren im Moment vor allem weniger. Das wirkt sich natürlich auf das Bruttosozialprodukt aus. Dabei haben natürlich sehr die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft leiden am meisten. Das ist ganz klar. Fangen wir bei den Obdachlosen an, an denen niemand mehr vorbeigeht, um denen einen Euro zuzustecken oder auch nur ein Brötchen hinzulegen. Da sind natürlich ganz besondere
besondere Härten vorzufinden, aber auch für den Restaurantmitarbeiter, der natürlich häufig auf Zeitarbeitsverträgen dort arbeitet, gibt es im Moment nicht mehr viel Arbeit. Und was ist mit dem Restaurant-Eigentümer, der natürlich seine laufenden Kosten hat und der sicherlich anderen Bedingungen nochmal ausgesetzt ist, als zum Beispiel, das war ganz, ganz dick in der Diskussion, Adidas und Karstadt und große Unternehmen, die natürlich auch laufende Kosten haben, aber die natürlich auch andere Ressourcen und Hintergründe haben. Also da vor allem die, sagen wir mal, sehr kleinen und mittelständischen Unternehmen, die leiden enorm und die müssen vielfach auf Eingemachtes zurückgreifen. Die müssen de facto auch ganz häufig auf Privatvermögen zurückgreifen. Und das verstehen wir natürlich auch alles im Zusammenhang unternehmerischer Verantwortung. Ne? Unternehmerische Verantwortung hängt natürlich auch zusammen mit anderen Möglichkeiten und anderen Hintergründen. Aber die Belastung für mittelständische Unternehmen im Moment ist enorm. Ja, das ist eine spannende Diskussion. Wenn ich auch mal in den Verband reinschaue, dort gibt es die einen, die vorher Subventionsgegner waren, die jetzt nach Subventionen rufen und sagen, es braucht es jetzt in dieser Lage. Dann gibt es die anderen, die viel Geld aus dem Unternehmensprivatvermögen vielleicht mal geschafft haben und jetzt trotzdem nach Subventionen rufen, aber vielleicht auch mal wenig Bereitschaft zeigen, dort das Geld vielleicht nochmal in die Firma reinzulegen. Und dann gibt es auch diejenigen, die vielleicht auch ein Stück weit zu Recht kritisieren, dass den Unternehmen, die gut und langfristig nachhaltig gewirtschaftet haben, also jetzt ein paar Monate durchhalten, dass denen eben keine Hilfen zukommen und denen, die vielleicht schlecht gewirtschaftet haben, aber gerade so noch durchkamen, denen kommen jetzt Hilfen zugute. Und das ist natürlich jetzt erstmal, wenn man da so von außen als Nicht-Ethiker drauf guckt, so ein Moloch, wo die Frage ist, wo ist denn das jetzt fair und was sollte man denn da tun? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen helfen, bis wir ein paar weitere Zuschauerfragen bekommen und ich danach an Hermann abgebe, ein bisschen zu verstehen, wie wir dieses Kuddelmuddel, dieses ethische Kuddelmuddel ein bisschen bereinigen können. Ja, also das ist natürlich eine wahnsinnig schwierige Situation. In vielerlei Hinsicht, wir haben uns interessanterweise in den letzten Minuten unseres letzten Gespräches über die Frage unterhalten, ich erinnere mich noch sehr gut daran, hier bei mir vom Haus, welche Bedeutung eigentlich Kriege für die Gesellschaft haben. Und in ganz vielerlei Hinsicht haben wir natürlich im Moment kriegsähnliche Situationen. Menschen sterben, Grenzen sind geschlossen, es gibt in irgendeiner Form einen Feind, der nicht ganz klar erkennbar ist, den wir immer klarer erkennen. Es hat enormen Einfluss auf natürlich den Außenhandel, auf die Wertschöpfungskette, auf die internationale Wertschöpfungskette, lauter kriegsähnliche Situationen. Insofern, wir wissen, dass es in Gesellschaften immer wieder Einbrüche geben kann und historisch auch immer gegeben hat. Wir leben jetzt in der unglaublich komfortablen Situation, dass es innerhalb von Deutschland und innerhalb der meisten europäischen Länder keine kriegerischen Auseinandersetzungen gegeben hat in den letzten Jahrzehnten, erfreulicherweise. So, jetzt stehen wir da und sehen, es knackt und hakt an ganz vielen verschiedenen Stellen. Der Einzelhandel floriert, also Lebensmittelhandel und Hygieneartikel, die florieren im Moment. Der DAX ist auf Höhenflug, interessanterweise, obwohl die Gesamtwirtschaft gerade leidet. Es gibt bestimmte Unternehmensbereiche, denen es auf absehbare Zeit nicht mehr sehr, sehr gut gehen wird. Andererseits habe ich gerade gelesen, dass die Kreuzfahrtindustrie schon wieder boomt, weil Menschen die Wiedereröffnung der Kreuzfahrtlinien antizipieren. Also ganz, ganz abstruse Phänomene, die da auftreten. Und ich habe noch keine Tabelle vor mir liegen, auf der ich sage, den Unternehmen soll geholfen werden und den Unternehmen darf nicht geholfen werden. Aber es gibt natürlich so ein paar Kriterien, auf die man sicherlich in unserem Zusammenhang achten muss. Wir haben in Europa das Ziel klimaneutrales Europa 2050. Ganz, ganz wichtig.
Wir haben ein Unternehmen, das gerade vor 3 Tagen dafür verklagt worden ist, verurteilt worden ist, dass es in großem Stil und willentlich, vorsätzlich Kunden und Staaten betrogen hat. Dieses Unternehmen zusammen mit den Mitbewerbern, also Volkswagen natürlich, Volkswagen zusammen mit den Mitbewerbern fordert jetzt im Grunde das, was wir schon zweimal hatten, nämlich Anreize, Kaufanreize für die eigenen Produkte. Wir wissen, dass die Kaufanreize, die schon zweimal gewährt wurden, eigentlich nicht funktioniert haben. Wir wissen auch, dass Kaufanreize, die jetzt gezahlt werden, Konsumverschiebungen verursachen. Die verursachen nicht unbedingt mehr Konsum und sicherlich nicht nachhaltigen Konsum. Und wenn man nun heutzutage die Automobilindustrie stützen möchte, und ja, jeder siebte Arbeitsplatz in Deutschland hängt von der Automobilindustrie ab, wir gehen noch nicht davon aus, dass die Automobilindustrie zusammenbricht. Aber wenn man da stützen möchte und wenn man gleichzeitig sieht, es gibt natürlich auch Innovationen in Deutschland, die stattfinden, sehr, sehr viele, sehr wichtige Innovationen, dann sollte man natürlich auch die Bedingungen knüpfen an Nachhaltigkeit und ich würde sogar noch weitergehen an konstruktive Mitarbeit von Smart City Konzepten, ja, denn Smart City, das heißt autonome elektrische Mobilität in Systemen wird sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Beitrag zu unserer Mobilität der Zukunft sein. Und unsere Mobilität der Zukunft sieht anders aus. Ja, also wir werden in Zukunft nicht mehr schlechterdings am Freitagabend sagen, morgen fliege ich mal nach Mailand, ich brauche neue Schuhe. Habe ich persönlich nicht gemacht, nie gemacht. Aber es ist natürlich durchaus möglich, zum Shopping nach Mailand zu fliegen. Ist möglich gewesen in der Vergangenheit. Das werden wir in Zukunft nicht mehr so einfach tun. Das ist übrigens auch ein ganz interessanter Punkt noch in dieser Diskussion. Wenn ich mir anschaue, wie viele Manager heutzutage arbeiten, deren Arbeitsbedingungen natürlich sehr, sehr stark verändert sind, dadurch, dass wir uns nicht mehr live treffen können. Das führt nicht unbedingt zu schlechteren Managementergebnissen. Also da denke ich auch, können wir im Moment aus dieser Krise sehr, sehr viel über Kommunikation und ja, auch Nachhaltigkeit in der Kommunikation. Ich kenne einige sehr, sehr schöne Beispiele von unternehmerischer Verantwortung, wie Unternehmer, Unternehmen, auch Manager, auch wirklich Menschen, die naja, in dem Sinne angestellt sind für ein Unternehmen, mit dieser Krise und den Herausforderungen umgehen. Mein Lieblingsbeispiel im Moment ist ein Schweizer Familienunternehmen, die einen Manager beschäftigen. Und dieser Manager hat gesagt, ich erinnere mich noch sehr gut an Geschichten über die Familienunternehmensgeschichte. Und dass es früher in Krisenzeiten auch so war, dass der Familieneigentümer mit seinem Privatwagen zur Not herumgefahren ist, um, wenn es Streiks gab oder wenn es Lieferengpässe gab oder ein Bahnunglück und die Kunden beliefert hat. Und diese Verantwortung müssen wir auch heute haben. Wir haben ein Jumbo gechartert, der unsere Rohstoffe aus Indien einfliegt. Ja, also Flugverkehr, ich habe eben was über Nachhaltigkeit gesagt, das konterkariert das Ganze natürlich. Aber hier sehen wir auch so wirklich den konstruktiven Umgang und das Bewusstsein über die Verantwortung und Kundenbindung. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ja. Also der Kriterienkatalog, ich denke, das ist tatsächlich die große Aufgabe, die im Moment im Wirtschaftsministerium liegen sollte. Unter welchen Bedingungen können wir eigentlich Hilfen gewährleisten? Und eine Forderung, die vielfach formuliert worden ist und die ich gar nicht so abstrus finde, ist natürlich auch die Forderung zu sagen, wenn Unternehmen, Tochterunternehmen in Steuerparadiesen beschäftigen, ja, dann sollten wir da sehr, sehr kritisch nachgucken, ob diese Unternehmen, die im Grunde Steuervermeidung betrieben haben, jetzt wiederum aufgrund von Steuergeldern gerettet werden sollten. Ja, also es gibt verschiedene Sachen, die man über Steuervermeidung sagen kann.
Argument, das ich am häufigsten gehört habe, ist folgendes. Wenn Unternehmen Steuern vermeiden, dann tun sie das natürlich, weil sie selbst viel besser entscheiden können als der Staat, was sie mit ihrem Geld machen können. Naja, mit diesem Argument kann man im Grunde alles rechtfertigen. Ja, insofern ist das für mich ein sehr, sehr, sehr problematisches Argument. Gut, das war ein größerer Rundumschlag. Dann, Tobias, lass uns vielleicht mal von der Chronologie ein bisschen zurückgehen. Du hast jetzt ganz, ganz viel erzählt, so ein bisschen, wie man jetzt nach vorne schauen muss. Und wir sind ja quasi jetzt am Ende von vielen Lockdown-Maßnahmen. Zumindest die meisten Bundesländer, Bundesregierungen haben zwar unterschiedlich, aber alle beschlossen, okay, jetzt wird geöffnet. Ich finde, es ist eigentlich auch ein spannender Zeitpunkt, mal vielleicht mal kurz zurückzuschauen. Weil wir hatten ja in den Hochzeiten des Lockdowns auch eine ganz spannende ethische Frage. Und zwar ist die Frage ja eigentlich, wie viel Einschränkungen können wir zulassen, um wiederum quasi dann andere Ziele zu erreichen? Weil so als Naturwissenschaftler sagt man ja gut, okay, ich muss das halt irgendwie bewerten und es geht nicht ohne Sicherheit sicherlich. Sobald ich rausgehe, bin ich irgendwo gefährdet. Wie kann man sowas für sich auch bewerten? Wie kann man das dann auch abschätzen, weil es gibt ja keine totale Sicherheit oder absolute Gesundheit. Also ich hab ja immer diesen Kompromiss und alle Einschränkungen führen dann auch wieder haben dann andere negative Auswirkungen. Wie hast du das für dich bewertet als Profi? Ja, also zunächst mal bin ich ja auch in medizinischer Sicht kein Profi, aber ich habe fast täglich mit einem Dekan einer Medical School in Boston, Harvard Medical School, telefoniert und mich mit dem auch über Gesundheitsbedingungen unterhalten in diesem Zusammenhang. Zunächst mal glaube ich, dass die Zahlen zeigen, dass wir in Deutschland enormes Glück gehabt haben. Enormes Glück gehabt haben. Ich als Kölner kann, glaube ich, gut beurteilen, dass wir sehr großes Glück haben, dass Corona zu Karneval in Köln noch keine Sache war. Denn ansonsten hätten wir Tausende von Fällen, Zehntausende von Fällen in Köln gehabt, so wie das eben in Einsberg der Fall war, in kleinerem Maße. Das zweite Glück, was wir hatten, ist, dass wir eine nicht ideologische Regierungschefin haben. Ja. Auch wieder der Verweis in die Niederlande, Frederik. In den Niederlanden ist sicherlich Mark Rutte ein sehr ideologischer Regierungschef, der eben auch gesagt hat, alle Einschränkungen, die wir jetzt auferlegen würden, wären gegen die Freiheit. Und meine Partei ist die Partei, die für die Freiheit steht und deshalb können wir keine Einschränkungen auferlegen. Mit der Folge, dass das kleine Land der Niederlande fast ebenso viele Corona-Tote zu verbuchen hat wie Deutschland, wo eben eine Wissenschaftlerin gesagt hat, ich bin zwar keine Wissenschaftlerin auf dem Fachgebiet, aber ich verstehe das ja, wenn ich mit einem Wissenschaftler rede. Und deshalb werde ich hier auch den Menschen Folge leisten, die mir Expertenrat geben. Ganz anders als in den Vereinigten Staaten. Studien in den Vereinigten Staaten zeigen, wenn Trump 3 Wochen eher reagiert hätte, hätte man 60.000 Menschenleben retten können. Insofern, ja, also die Lockdown-Maßnahmen, auch wenn wir uns heutzutage mit unserer heutigen Kenntnis anders verhalten würden, ja, waren sicherlich zu dem Zeitpunkt mit der Kenntnis, die wir hatten, sehr, 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 sehr weise. Wir wissen inzwischen, wir können uns enorm gut schützen. Wir können mit ganz einfachen, selbstgenähten Masken uns ausreichend gut schützen, um eine zweite Welle zunächst mal zu verhindern. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Das wussten wir natürlich zu Beginn des Lockdowns nicht, wie gut Masken das eigentlich zurückhalten. Wir dachten damals noch, das kann auch über andere Wege sehr, sehr schnell und massiv übertragen werden. Und das scheint nicht so zu sein. Man kann tatsächlich stundenlang neben einem Corona-Patienten sitzen, wenn beide Masken tragen. Aber
Nochmal vielleicht direkt zu den Fragen nach Einschränkungen. Jetzt gut, das Corona-Thema, du hast ja gerade ja auch ein anderes Thema, wenn man jetzt Richtung Klima- und Umweltdebatten redet. Auch da haben wir ja quasi immer eine gleiche ethische Frage des Abwägens zwischen dem, ich mache heute etwas, ich mache Braunkohlekraftwerke zu, ich mache verbiete das, setze hier entsprechende EEG-Anreize und nehme das ja auch von Steuerzahlern, versus wir haben eine Wirtschaft, die funktionieren muss und die auch heute Geld verdient und die halt auch gewisse Umstellungskosten hat. Gibt es da irgendein Framework, wie man sowas für sich auch bewerten kann? Wie viel ist okay? Wie viel ist nicht okay? Was ist ethisch vertretbar auch für eine Gesellschaft im Wirtschaften? Ich kann jetzt nicht einfach die ganzen, ich bin Sachse, wir haben Braunkohle Lausitz vor uns. Auch eine ethische Frage, finde ich, ob man da 20.000 Leute raussetzen kann, einfach, weil man sagt, okay, das ist gesellschaftlich gewünscht. Es geht natürlich nicht nur um die Frage, was ist gesellschaftlich gewünscht. Also im Wesentlichen hatten wir natürlich bei der Frage, machen wir zu oder lassen wir die Wirtschaft weiterlaufen, die Wahl zwischen Geld oder Leben, wenn man das so krass formuliert. Aber wir sehen in den Vereinigten Staaten, da sind inzwischen mehr als 100.000 Menschen gestorben. Und man hat da inzwischen auch einen Lockdown und die Wirtschaft leidet auch. 30.000 Arbeitslose, 30 Millionen Arbeitslose, 30 Millionen Arbeitslose. Das sind natürlich enorme Folgen. Die Frage Geld oder Leben ist so einer der Klassiker in der Moralphilosophie. Wir kennen natürlich alle noch aus unserem Unterricht dieses bekannte Dilemma mit der Straßenbahn, die einen Berg runterfährt und man steht an der Weiche und man darf sich entscheiden, lege ich die Weiche jetzt um und lasse die Straßenbahn in 5 Arbeiter, die da stehen, reinkrachen oder lege ich die Weiche nicht um und unten auf dem Marktplatz stehen gerade 100 Leute. Ja? Darf ich ein Leben gegen das andere opfern? Und dann eine ganz ähnliche Frage haben wir natürlich, wenn wir uns die Frage stellen, darf ich jetzt sozusagen das Leben der Wirtschaft gegen das Leben der Alten, so war das ja sogar noch formuliert, aufwägen. Und ich glaube, wir haben so in der europäischen Philosophiegeschichte auch ein Verständnis entwickelt und das ist natürlich auch in Gesetzen dann letztlich festgelegt, dass wir diese Abwägung Geld gegen Leben letztlich nicht machen wollen. Ja? Also es ist zum Beispiel auch, wenn man sich so Entscheidungen anschaut, die Ärzte treffen müssen. Ja? Es geht natürlich, ne, diese Frage, wen lasse ich überleben, wem helfe ich, ist jetzt in Corona-Zeiten auch eine ganz wichtige Frage für Ärzte geworden. In Italien hat man einfach gesagt, Menschen über 65 mit Vorerkrankungen kriegen keine Beatmung mehr. Das Prinzip an sich haben wir ja jetzt schon. Menschen über 60 kriegen nur unter sehr bestimmten Bedingungen zum Beispiel Lebertransplantation. Ja? Die Organe werden auch nach der Überlebenswahrscheinlichkeit der Patienten verteilt. Aber das ist genau das Kriterium, was für Ärzte wichtig ist, die Überlebenswahrscheinlichkeit der Patienten. Wir verbieten Organhandel aus gutem Grund. Und die Frage, sollen wir die Wirtschaft öffnen, wenn das Leben kostet und wir noch nicht die Kontrolle darüber haben, ist eine sehr, sehr schwierige und den Standpunkt dann einzunehmen. Ich verstehe sehr viel von Wirtschaft, deshalb müssen wir die Wirtschaft wieder öffnen, auch wenn ich nicht genug von Medizin und von diesem Virus verstehe, finde ich, ist sehr, sehr problematisch, weil sie in dem Sinne zynisch ist. Ja, es gab einen amerikanischen Kongressabgeordneten, der hat dann gesagt, naja, die Leute sind jetzt auch wirklich alt genug, ich bin auch alt genug, ich könnte sterben. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Ich glaube, dass die Herausforderung ja vor allem dadurch entsteht, dass es ja sowohl multifaktoriell als auch multikausal ja sowas ist, weil es ja relativ, wenn man der reinen, das Menschenleben geht über alles, folgt, ethisch gesehen, dann wäre ja alleine das Lockdown mit, wir fahren nicht mehr so viel Auto, ja auch
eine super Geschichte. Wir hatten weniger Verkehrstote. Deswegen meine ich mit Multikausal, das hat ja dann ganz, ganz viele Auswirkungen. Jetzt haben wir uns in der Zeit natürlich auf ein Thema ganz, ganz sehr fokussiert. Aber als Mensch erlebt man das ja eigentlich tagtäglich mit. Das ist ganz interessant. Ne? Dann sind wir im Grunde bei so klassischen Dilemma-Problemen. Ich habe mich gestern mit Vertretern der Stadt Köln über diese Frage unterhalten. Im Wesentlichen, und das ist auch eine Aussage, die ist jetzt nicht so originär oder originell von mir, die sieht man ganz viel auch in verschiedenen Medien. Im Wesentlichen ist das Corona-Problem natürlich mit dem Umweltproblem zu vergleichen. Ja, wir wissen aus UN-Studien, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird in 100 Jahren die Temperatur um 5 Grad gestiegen sein und dann wird die Erde nur noch in der Lage sein, 1 Milliarde bis 2 Milliarden Menschen zu beherbergen und zu versorgen. Ja. Während gleichzeitig die Prognose ist, dass wir dann 15 Milliarden Menschen auf der Welt haben werden. Also es passt natürlich nicht ganz zusammen. Da wird irgendwann diese Kurve wieder nach unten gehen müssen, zwangsläufig. Aber andererseits wissen wir natürlich, Klimawandel führt zu lebensbedrohlichen Zuständen. Für uns in Europa bedeutet das im Moment noch vor allem einen schöneren Sommer, aber das kann eben auch sehr, sehr schnell für uns in Europa bedeuten, einbrechende Lieferketten, Migration, Kriege, Auseinandersetzung um sehr knappe Ressourcen. Ich glaube, das ist noch nie so formuliert worden, aber wenn wir uns den Präsidenten der Vereinigten Staaten anschauen, dann hat er tatsächlich eine intelligente Forderung gestellt. Und das war seine Forderung, Grönland zu kaufen. Ja. Warum? Natürlich geopolitisch im Moment, weil er dadurch Zugang auch in weiter nördliche Regionen hat. Aber andererseits kann es sein, dass in 50 oder 100 Jahren Grönland ein sehr, sehr lebenswerter Ort ist. Ja, und im Moment lag da ein Kaufangebot. In 50 Jahren könnte das Angebot, dieses Land zu übernehmen, ganz anders aussehen. Ja? Wir wissen, die Weinbauern in Bordeaux erwerben zurzeit Grund in Skandinavien, aus gutem Grund. Ja? Das ist Klimawandel. So, und die Bedrohung ist nicht so akut. Ja? Wenn ich rausgehe und draußen ist Corona und ich weiß noch nicht viel über Corona, kann ich mich selber anstecken. Wir gehören alle nicht zur Hauptrisikogruppe, aber eine Vorerkrankung hatte jeder. Und der eben erwähnte Dekan hat mir gesagt, ich habe schon 20-Jährige ohne Vorerkrankung sterben sehen. Ja? Kollegen an anderen Krankenhäusern. Aber die Bedrohung durch den Klimawandel ist für uns nicht so greifbar. Ja, das alles, was wir über Klimawandel wissen, das wissen wir ja eigentlich schon seit ganz langer Zeit. 1972, Bericht des Club of Rome. Ja, wir müssen weniger Energie verbrauchen, wir müssen weniger Abfall erzeugen und das sind im Wesentlichen, und wir müssen grundsätzlich weniger Material verbrauchen. Das sind so die zwei Hauptfaktoren. In der gleichen Zeit wurde auch noch diskutiert, wir sollten auch geopolitisch, das Wort gab es damals noch gar nicht, wir sollten auch geopolitisch über den Bevölkerungswachstum nachdenken. So, Bevölkerungswachstum ist in entwickelten Ländern kein Problem, ist weltweit ein Problem. Aber Ressourcenverbrauch ist natürlich nach wie vor ein riesiges Problem geblieben. Und im Hinblick auf Abfallerzeugung ist man sogar noch schlauer geworden, in dem Sinne, dass noch problematischere Abfallstoffe Punkt 1 entwickelt und Punkt 2 in Produkte gemischt werden. Ich denke da zum Beispiel an solche Sachen wie Mikroplastik in Zahnpasta. Ja, also, und natürlich an den Plastikberg in den Ozean oder Plastikkontinent. Und da muss man rangehen. Ja? Und da muss man, das tut weh und wir wissen auch, dass das wehtun wird. Und ich denke, das sollte auch jedem, der ernsthaft über Klimawandel und Maßnahmen gegen den Klimawandel nachdenkt, klar sein. Wenn wir jetzt heutzutage entscheiden, dass der Klimawandel gestoppt werden soll, dann kostet uns das heute 1% des Bruttoweltproduktes, des weltweiten Sozialproduktes. So.
1%, wir alle können auf 1% unseres Wohlstandes bequem verzichten. Das kann nicht jeder auf der Welt so bequem. Und für Politiker stellt sich die Diskussion dann ganz anders. Kann ich auf 1% meiner Stimmen verzichten? So stellt sich die Frage dann. Das heißt, für viele Politiker, nee, kann ich nicht. Wissen wir ja aus der letzten Wahl. Sowohl in den Staaten als auch in den Niederlanden, als auch in Deutschland, sehen wir das gut. Wir wissen aber andererseits, Bericht des International Panel of Climate Change, ja, wenn wir 100 Jahre warten und jetzt erstmal nichts tun, dann können wir in 100 Jahren noch immer was tun, also unsere Kindeskinder. Aber dann kostet das wenigstens 10% des Weltsozialproduktes. Und das ist nun wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Das heißt, für uns bedeutet es heutzutage gewisse Einschränkungen, wenn wir Klimawandel ernst nehmen. So, dann können wir anfangen. Skifahren, enorm klimaschädlich. Ja. Flüge, ja, wissen wir, enorm klimaschädlich. Große Autos können ganz toll sein. Sportwagen können ganz toll sein, aber sind enorm klimaschädlich. Die Art und Weise, wie gebaut wird, Altbauwohnungen. Ja, es gibt eben einen riesen Sanierungsbedarf. Das kostet zunächst mal, Altbauwohnungen energetisch zu sanieren. Und diese Kosten führen natürlich auch dazu, dass man weniger konsumiert. Einkaufen gehen und keine Tasche dabei zu haben und dann trotzdem zu sagen, ich kaufe mir so eine Plastiktasche. Das sind ja inzwischen keine Plastiktüten mehr, das sind dann Mehrwegtaschen aus recyceltem Plastikmaterial. Es bleibt Plastik. Unterwegs Durst zu bekommen und keine Wasserflasche dabei zu haben und gerade zum Kiosk zu gehen und eine Flasche aus Einwegmaterial zu kaufen. Das sind lauter Verhaltensweisen, die individuell sehr, sehr unbedeutend, aber en masse in der Summe eben sehr, sehr viel klimaschädlich sind. Und da müssen wir uns auch klar werden, wenn wir daran gehen wollen, dann brauchen wir vielleicht mehr als nur Anreize. Dann brauchen wir vielleicht mehr als nur Hilfestellung. Dann brauchen wir vielleicht auch so eine relativ rigide lenkende Hand. Und das klingt dann ganz, ganz schnell sehr illiberal. Ja? Ist damit auch politisch nicht unbedingt so leicht durchzusetzen. Wie wir natürlich auch aus den Verbotsdiskussionen um Dieselautos in Klimazonen gesehen haben. Oder da wissen wir. Wir haben jetzt, Vanessa hat zwei Fragen gestellt, die würde ich mal hintereinander gerne aufwerfen. Die erste eigentlich eine ganz, ganz praktische, jetzt wieder wirklich auf die, vielleicht auch die letzten Wochen bezogen. Ist die Würde des Menschen abwägbar? Ich denke, das geht dann vorwiegend um, sagen wir mal, Einschränkungen, die ja wirklich ganz, ganz weit oben bei Grundgesetzforderungen bei uns stehen, unter anderem auch die Würde des Menschen tangieren. Ist das überhaupt kann man sowas diskutieren? Sollte man sowas auch diskutieren? Ja, zunächst mal, Vanessa, vielen Dank für die Frage. Das ist also eine wahnsinnig interessante Frage, weil sie eben anders formuliert ist, als sie häufig in den Fragen und Diskussionen diskutiert wird. Also zunächst mal wissen wir, auch wenn es ungesetzlich ist, die Würde des Menschen ist verletzbar. Ja. Wir brauchen nur in ein sogar relativ teures Altersheim zu gehen und wir stellen fest, für alte Menschen ist die Würde nicht umfassend geschützt. Kann man die Würde des Menschen diskutieren? Ich glaube, wir sollten das zumindest auf politischer Ebene nicht in Frage stellen. Wir sollen die Würde des Menschen nicht in Frage stellen. Und jetzt ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Fragestellung daran verbunden. Was ist das eigentlich genau, die Würde des Menschen? Ja, bedeutet das, ist die Würde des Menschen jedes einzelne Recht, was wir vielleicht auch gerne als Freiheitsrecht beschreiben? Ist die Würde des Menschen vielleicht auch die Würde eines Professionals, dessen Würde dadurch eingeschränkt ist, dass er seine Tätigkeit zeitweise nicht ausüben kann? Wird die Würde zum Beispiel, das sind natürlich auch einige wenige, aber sehr, sehr medienwirksame Menschen, die sagen, die Maske schränkt meine Würde ein. Um Gottes Willen, nein, natürlich wird die Maske nicht die Würde ein. Aber wo legen wir genau die Dimension
der Würde. Es ist, ja, wir müssen diese Frage, so wie Sie sie stellen, sicherlich stellen, aber die Antwort muss auf jeden Fall bleiben, die Würde des Menschen ist nicht zu verletzen. Da vielleicht nochmal nachgefragt, weil das merkt man vielleicht auch in den letzten Wochen in der öffentlichen Diskussion. Es gibt ja Totschlagargumente. Also Würde des Menschen, phänomenales Totschlagargument, damit kann ich vermutlich fast alles jeden, je nachdem Auslegung, begründen, pro und contra. Menschenleben retten, Meinungsfreiheit, Menschenleben retten, das sind ja alles Totschlagargumente, die in den letzten auch als Totschlagargumente verwendet wurden. Das Menschenleben steht über alles, damit kann ich im Extremfall auch alles rechtfertigen. Es gab mal eine Zeit, da war quasi Frieden immer alles, quasi auch der Weltfrieden. Da wurde auch ganz, ganz viel mit begründet als Totschlagargument. Siehst du das ähnlich, dass hier eine sehr, sehr polarisiert und sehr, sehr einseitig manche Themen dann moralisiert werden? Ich denke grundsätzlich, dass die Berichterstattung, dass die Diskussion, auch dass vor allem die Begründung, die in der Politik gefahren wurde, nicht sonderlich einseitig war. Ich denke mir, dass wir auch einen sehr, sehr, über sehr lange Zeit einen sehr schönen Schulterschluss durch die politischen Parteien hindurch hatten, dass wir auch das Phänomen gesehen haben, dass eine Partei, die sich eher immer von der Regierungspolitik von Frau Merkel abgewandt hat, nämlich die Grünen, sich in der Corona-Krise sehr, sehr stark ihr zugewandt haben. Interessantes Phänomen. Und die Presse sogar auch inhaltlich und darstellend über die Corona-Leugner und die Maßnahmen-Gegner berichtet haben. Das war dann wieder in dem Sinne vielleicht ein wenig überspitzt, als dass die 0,2% der Bevölkerung, Menschen, die vielleicht nicht so sehr gut verstanden haben, worum es eigentlich geht, sehr viel Raum bekommen haben. Aber im Grunde muss man natürlich auch diesen Raum geben, um diskutieren zu können. Also ich bin grundsätzlich ganz angetan von der Art und Weise, wie wir als Land gemeinsam auch damit umgegangen sind. Also ich sehe auch ein enormes Commitment der Menschen zu den Regeln. Ja? Also natürlich gibt es Jugendliche, denen man nicht erklären kann, dass man nicht draußen sitzt und gemeinsam aus der Shisha-Pfeife zieht. Ja? Aber das sind eben die, denen man sowieso nicht erklären kann, dass man besser nicht Shisha-Pfeife raucht. Aber nicht nur, also meine Neunjährigen, vergessen es. Ja? Das ist natürlich auch noch sozusagen die Prä-Vernunft-Phase. Aber ich bin ganz begeistert zu sehen, wie vernünftig sich insgesamt Bevölkerung verhält und Masken trägt und natürlich auch zum Teil Masken unter der Nase. Okay, das sind sie. Aber an sich denke ich, dass wir das so ganz gut hinbekommen haben. Und vor allem, die Zahlen sprechen ja auch da so ihre Sprache. Ja? Also ich bin froh, dass wir nicht den schwedischen Prozentsatz zum Beispiel haben. Schweden ist häufiger als Beispiel angeführt worden. Ja. Kurze Frage zwischendurch. Wann fängt denn die Postvernunftphase an? Achso, die Postvernunftphase. Naja gut, das ist dann jetzt ein bisschen traurig, das zu sehen. Aber bei alten Menschen gibt es natürlich auch die Situation, in denen Demenz eintritt. Ich bin froh, dass sehr, sehr viele Menschen in diese Phase nicht kommen. Wir wissen natürlich, dass der gefühlte ewige Bundespräsident unseres Landes bis ins hohe Alter noch sehr, sehr vernünftig immer zu uns gesprochen hat bei einer Zigarette. Aber ansonsten hoffen wir alle, dass wir nicht in die Postvernunftphase bekommen werden. Er hat ja wenigstens das Ende seiner Mentholzigaretten nicht mehr erleben müssen. Ja, ich glaube, er hatte tonnenweise eingebunkert davon. Ja, manche Leute haben gehamstert, als es noch nicht in war. Noch eine praktische Frage von Vanessa und zum Thema, wie bekommt man ethische Forderungen in die Wirtschaft rein? Ist das ein Thema der Rahmenordnung oder ein Thema des Einzelindividuums? Ah, wunderschöne Frage. Wunderschöne Frage, weil es an eine ganz alte Diskussion anschließt. Es gibt tatsächlich, Frederik und ich kennen diese Stellungnahme sehr gut, einen deutschen Wirtschaftsethiker,
Karl Hohmann, lange auch Professor in Witten-Herdecke gewesen, und der hat immer gesagt, die Frage der Wirtschaftsethik ist letztlich eine Frage der Rahmenordnung. Ich denke und ich beobachte, dass es verschiedene, ich will sie nicht Zwänge nennen, aber verschiedene Kräfte gibt. Also eine ganz wichtige Kraft in der Wirtschaftsethik sind verantwortungsvolle Unternehmer, verantwortungsvolle Manager. Ja, davon habe ich zum Glück sehr, sehr viele Menschen kennengelernt. Einen bekannten deutschen, vor allem Textil, Mail-Order-Anbieter, der bei seiner Darstellung der Lieferkettenzustände in Asien und Afrika wirklich Tränen in die Augen bekam, schon in den späten 80er, frühen 90er Jahren, als er zum ersten Mal diese Situation gesehen hatte. Bielefelder Puddinghersteller, der sich enorm für Kulturfragen und Arbeitsgerechtigkeitsfragen eingesetzt hat als Individuum. Also das sind natürlich sehr, sehr schöne Beispiele. Wir sehen mit jemanden wie Paul Coleman, der über 10 Jahre lang eins der größten Lebensmittelunternehmen der Welt geleitet hat, Unilever, jemanden, der sagt, wir müssen uns nicht bei jeder Frage immer wieder die Frage stellen, was sagen denn unsere Shareholder dazu? Wir müssen uns auch wirklich die Frage stellen, was ist richtig und was ist falsch? Ja? Und die Frage kann man sich natürlich auch strategisch stellen. Ja? Was wird von anderen als richtig und falsch angesehen? Und da bekommen wir wieder so die Rahmenordnung der Wirtschaft mit rein. Aber ich denke mir, dass man auch innerhalb der Rahmenordnung der Wirtschaft und vor dem Hintergrund, dass natürlich auch ethische Forderungen der Konsumenten da sind, sehr, sehr viel falsch machen kann. Ich denke, dass wir alle, die wir hier zuhören, miteinander kommunizieren, sehr froh sein können, dass wir ganz am Ende der Lieferkette von Smartphones stehen, ja? Und nicht am Anfang. Und diese riesengroßen Unternehmen, die Smartphones produzieren, die wissen natürlich auch sehr, sehr viel um Kommunikationsmöglichkeiten und Nachfragebedingungen und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig haben sie eben die Möglichkeit auch zu produzieren, ohne stark vom Markt dafür abgestraft zu werden. Wir wissen, Smartphones sind moralisch eigentlich ganz grauenvoll, da findet Sklavenarbeit statt. Da findet sicherlich bei der Förderung von seltenen Erden findet Umweltdegradation statt in ganz schrecklichem Maße. Und wir wissen, es gibt eigentlich nur ein Unternehmen, Fairphone, das sich zumindest bemüht, anständige Smartphones anzubieten. Allerdings sind die sehr klobig und nicht so leistungsfähig wie die Mittelklasse Samsungs oder Huawei. Und die haben entsprechend einen sehr, sehr kleinen Marktanteil. Also es gibt so alte Untersuchungen darüber, wie viel Menschen eigentlich bereit sind, mehr Geld auszugeben, um nachhaltige Produkte zu kaufen. Und es sind so durchschnittlich 7% in der westlichen Welt. Wobei, dann kommen wir aber bei dem Thema, das ist halt auch wieder eigentlich die Dilemma-Frage. Also ich bin jetzt aus dem Landwirtschaftsbereich, Ernährungsbranche, und das Erste, was wir im Studium immer gelernt haben, ist so dieses Eierexperiment. Wenn man 100 Leute fragt, die in den Supermarkt reingehen, was sie für Eier kaufen wollen, die dann sagen, ja, die aus der Bodenhaltung und wo die Tiere quasi zweimal am Tag gestreichelt werden. Das ist natürlich das, was das auch sozial erwünschte Verhalten ist, wenn man sie fragt. Und wenn man hinterher schaut, was im Einkaufswagen liegt, das sind 99% Käfighaltung, weil die heute im Angebot waren. Also zwischen dem, was wiederum erwünschtes Verhalten ist oder was man auch sagt, so wäre ich gern, und das, was wirklich dann gemacht wird, sind natürlich dann zwei unterschiedliche Sachen, wo vielleicht auch, sagen wir mal, reine marktwirtschaftliche Kräfte so ein bisschen an die Grenzen kommen. Frederik, ich glaube, zu dem Thema haben wir sogar noch explizit eine Frage, genau zum Thema Grenzen des Kapitalismus, der Marktwirtschaft.
Genau, wir haben in dem Segment noch zwei, drei Fragen, die wir hoffentlich jetzt noch in die ganze Stunde reingebaut bekommen. Die erste Frage knüpft an das an, Tobias, was du gerade sagtest. Du hast gesagt, naja, man muss nicht nur das tun, was für die Shareholder gut ist, sondern auch mal das tun, was richtig ist. Und eine Frage knüpft an die Frage an, inwiefern ist das denn bei der Politik auch so? Hier wird verwiesen, dass Experten wie Bill Gates vor Jahren gewarnt haben, dass eine Untersuchungskommission zum Schluss gekommen ist, man müsste sich vorbereiten auf so ein Krisenszenario. Es gibt eigentlich sogar mit dem, ich glaube, Bundesamt für Katastrophenschutz und weiteren Instituten eine ganze Reihe von Instituten und Behörden im Wesentlichen, die hätten dafür sorgen müssen, sagt man so, dass wir hier gut vorbereitet sind. Hat man da eher das getan, was populär war, statt das, was richtig war? Das ist eine Frage, die ich nicht wirklich gut beantworten kann. Also natürlich ist es auch in politischen Märkten so, dass man sich nach Märkten und Marktnachfrage richtet, was eben dazu führt, dass die meisten Parteien Positionen in der Mitte vertreten werden, denn in der Mitte tummeln sich die meisten Wähler. Und dass radikale Parteien sozusagen dann vor allem am Rand abgreifen können. Und wenn sie sich dann weiter zur Mitte bewegen, Rand plus ein bisschen extreme Mitte mitnehmen können. Es gibt sicherlich Versäumnisse, ja? Und es gibt sicherlich auch eine Bewegung. Und diese Bewegung ist an sich nicht ganz unproblematisch. Man könnte die sogar systemtheoretisch formulieren, nämlich dadurch, dass man sagt, das ökonomische System dominiert inzwischen auch die Denkmuster anderer Systeme. Ja? Was ist für einen Mediziner gute Medizin? Gute Medizin besteht darin, dass man dem Patienten das Beste, die besten Heilungschancen, die beste, für die beste Gesundheit des Patienten sorgt. So, jetzt haben wir eine ökonomische Rahmenordnung und im Rahmen dieser ökonomischen Rahmenordnung wird ihm gesagt, dieses Krankenhaus lohnt sich nicht mehr richtig. Wann lohnt sich ein Krankenhaus nicht? Ja, und wie wird ein Mediziner darüber denken? Ein Krankenhaus lohnt sich dann vielleicht nicht, wenn es niemals gebraucht wird, um Menschenleben zu retten. Dann lohnt sich das nicht. Ja, und ökonomisch wird eben darüber anders gedacht. Und Politiker haben Budgets und die Budgets müssen sie verantworten. Und das Interessante, Bill Gates hat es gesagt, es lag 2013 ein Bericht vor, in dem das Szenario, ein Bundestagsbericht, in dem das Szenario, was wir jetzt haben, ganz genau beschrieben wird. Aus Asien könnte sich eine Abart des SARS-Virus auch über Europa ausbreiten. Steht ganz genau drin. Mit Totenzahlen, mit Kosten, mit Konsequenzen und allem. Und dann ist auf der ersten Seite oder zweiten Seite eine Einschätzung. Und diese Einschätzung ist wahrscheinlich das, was letztlich die Entscheidung bewegt hat. Eintretenswahrscheinlichkeit alle 100 bis alle 1000 Jahre. So, wenn das so ist. Wenn solch eine Gefahr da ist und ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass das in meiner Legislatur stattfindet, ist wirklich sehr, sehr gering. Darauf brauche ich mich nicht wirklich vorzubereiten, denn das ist ja wirklich was, wo ich auch als sehr, sehr viel Gedanken, Manpower, Geld reinstecken müsste. Dann kann ich so die Ratio, die dahinter steht, verstehen. Wir haben irgendwie Katastrophenschutz massiv abgebaut. Wir haben auch Krankenhausausdünnung betrieben. Aber insgesamt stehen wir doch in Deutschland mit dem Krankenhaussystem, mit dem Gesundheitssystem insgesamt doch noch so gut da, dass wir sogar in Extremzeiten Frankreich und Italien unter die Arme greifen konnten. Ja, nach dieser Frage knüpfen wir nochmal an. Die Vanessa hatte auch noch eine weitere Frage gestellt. Und das knüpft auch an das an, was du vorhin beschrieben hast, dass wir ja gerne, wenn die Konsequenzen irgendwann da hinten mal schön kommen, dass wir dann gerne wenig aktiv werden. Ne? Dass die 7%, die dann wirklich bereit sind, noch einen Euro mehr zum Beispiel für ihr Ei zu bezahlen. Oder die 90%, die nach Fukushima gesagt haben, dass sie jetzt Ökostrom nehmen. Und die irgendwie 2%, die es dann auch wirklich getan haben. Ist es so, dass wir Politiker, Unternehmer, aber auch ganz normale Menschen, dass wir erstmal uns an der richtig glühend heißen Herdplatte so richtig die Hand verbrennen müssen, bis wir mal irgendwie in den Quark kommen? Oder gibt es für dich irgendwie Hebel, wo wir sagen können, da können wir ein bisschen strategischer und bedachter und vorausschauender werden in Zukunft?
Sehr interessante Frage. Also der Gedanke ist natürlich schon ein ganz schöner, da muss man sich die Hand verbrennen. Und auf diesem Gedanken beruht natürlich vieles, was wir in Serious Gaming und Simulationen so kennen. Also kann man eigentlich Spiele entwickeln, die sich ähnlich anfühlen wie die Realität und kann man daraus etwas ableiten? Ich denke, die Risikoabschätzung von Menschen ist grundsätzlich sehr, sehr, ja, ist auf jeden Fall nicht vollständig rational. Das wissen wir gut genug. Ja? Also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die Lotto spielen, die Tatsache, dass wir angesichts der Krebsrate trotzdem Raucher haben, die Tatsache, dass Alkoholkonsum gerade in so einer Zeit, wie wir sie jetzt beobachten, steigt, das ist alles nicht so richtig, richtig rational. Muss es erst wirklich wehtun, bevor wir Vernunft annehmen? Ich glaube, die Corona-Krise hat uns gerade eigentlich gezeigt, und das macht mir so viel Hoffnung, ja, hat uns eigentlich gezeigt, dass wir es doch können. Wir hatten noch nicht die Schmerzen in Europa. Wir hatten nicht die Situation wie in New York, wo Massengräber ausgebaggert wurden, oder wie in Italien, wo massenhaft Lkw-Konvois Särge weggefahren haben. Das haben wir zwar gesehen, aber solche Bilder kennen wir ja noch. Also solche Bilder von verhungernden Kindern, Bilder von Bombenangriffen in Afrika, sogar die Situation im Balkan, die Bilder kennen wir ja noch. Und trotzdem hat uns die so gesamtgesellschaftlich relativ unberührt gelassen, wenn ich das mal so nüchtern sagen darf. Aber hier haben wir gesehen, da ist eine relativ abstrakte Gefahr. Ja, also ich möchte das nicht haben, diese Krankheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich die wirklich bekomme, die kann ich überhaupt nicht einschätzen. Aber sie ist auf jeden Fall gegeben. So. Und deshalb halte ich mich auch tatsächlich jetzt mal mit meinen Interessen zurück. Wir hatten in Deutschland noch einen Riesenvorteil. Wir hatten gutes Wetter. Und tatsächlich, wenn alle Menschen in der Zeit immer drinnen hätten sitzen müssen, in zum Teil kleinen Wohnungen, wäre das wahrscheinlich auch nicht so lange aushaltbar gewesen. Und wir hatten natürlich auch überall, das heißt, die Eltern, die jetzt Kinder hatten, die nicht mehr in die Schule gehen konnten, hatten auch Homeoffice. Wir sind ja wahnsinnig belastbar. Das ist doch fantastisch. Wir haben gesehen, wie belastbar wir sind. Wir haben gesehen, wie wir auch mit dieser Situation zum Teil sehr kreativ umgehen können. Wir haben gesehen, wie wir auch in einer solchen Situation sagen können, okay, wenn wir nicht mehr das machen können, was wir bisher gemacht haben, dann machen wir es anders. Dann treffen sich Frederik und ich und Hermann und ich und setzen uns hier so in dieser Art und Weise hin, so wie wir uns zum Teil auch dann bei den, wie heißt es, Zoom Socials oder Apero Zoom am Freitagabend mit Freunden treffen. Und interessanterweise können wir jetzt noch viel besser unter unseren Freunden auswählen als vorher und sehen zum Teil unsere besten Freunde, die aber nun mal leider in München, in Lausanne und in Boston wohnen, häufiger als das vorher der Fall war, wo wir mit Menschen auch in eine Kneipe gegangen sind, die vielleicht uns nicht so sehr nah am Herzen liegen. Und wir sind zu enorm viel bereit gewesen. Und das finde ich schon mal sehr, sehr schön zu sehen. Und vielleicht, und das ist natürlich eine sehr, sehr große Hoffnung, und da weiß ich auch nicht, inwieweit die sich bewahrheiten wird. Vielleicht verstehen die Menschen auch, dass in dieser Art des Lebens nicht nur Verzicht liegt, sondern auch besondere Lebensqualität. Weil man zum Beispiel wieder Sachen machen kann, die wir ansonsten so viel zu selten machen können. Mit unseren Kindern spielen, Zeit für Gespräche haben. Ja, und langsam reisen. Die Stadt und die Natur in und um der Stadt herum kennenzulernen. Das sind lauter so Qualitäten, die vielleicht neu und auch begrüßenswert für uns sind. Ja, da schauen wir, dass wir nochmal eine Publikumsfrage, und zwar eine Kombifrage, die in einer Abwandlung so auch nochmal von Vanessa, aber auch von Ulrich gestellt wurde, nochmal zuletzt kriegen, bevor wir dich dann noch nach der Abschlussfrage befragen. Die Frage ist eine Frage nach der Beziehung zwischen Staat, Markt und der Freiheit des Einzelnen. Ulrich fragt zum Beispiel, braucht es ein klares Limit für Großkonzerne, was Wettbewerb, kartellrechtliche Perspektive, unternehmerische Chancen betrifft. Und Vanessa fragt, wann muss der Staat denn in die Märkte eingreifen, was ja
nochmal eine andere Perspektive auf dasselbe Thema ist. Da auch nochmal die Frage an dich. Wie siehst du dort die Aufteilung an Verantwortung aller im Markt, Verantwortung von Politik, Verantwortung von Unternehmen? Was ist so deine Perspektive auf diese Kombination? Ich bin ein großer Befürworter des Kapitalismus und gleichzeitig ein großer Kapitalismuskritiker, was daran liegt, dass der Kapitalismus, den wir im Moment haben, kein Kapitalismus mehr in dem Sinne ist, dass Kapitalisten für ihr Kapital, für ihre Taten vollständig verantwortlich sind und auch nicht mehr in dem Sinne, dass kapitalistische Prinzipien funktionieren. Ja? Denken wir nur mal an Uber fährt jedes Jahr Millionen an Verlusten ein. Das ist im kapitalistischen Denken eigentlich gar nicht überlebensfähig. Und die überleben nur, weil enorm große Kapitalgeber dahinterstehen und dieses Unternehmen so lange am Leben halten, bis letztlich übermarktbeherrschend sein wird und Kleinunternehmer wirklich auch so verdrängt haben wird, was natürlich eine riesige Gefahr ist. Uber ist aber in dem Sinne kein Unternehmen. Uber ist eine Plattform. Eine Plattform, die besessen wird von einer Unternehmensstruktur. Und ursprünglich hatten wir auch in Deutschland eine Situation, in der ein Monopol bestand. Und als das staatliche Monopol aufgelöst wurde, gab es Bedingungen, die vom Staat festgesetzt wurden, um eben auch auf der Monopolstrecke der Eisenbahn Wettbewerb zuzulassen. Und das Gleiche gilt für die Telekommunikationsdienstleister etc. Ja, da hat der Staat die Aufgabe, Unternehmen dazu einzuschränken, dass Markt und Wettbewerb tatsächlich stattfindet. Und davon haben wir uns natürlich in unserer Form des Kapitalismus leider in ganz vielen Fragen abgewandt. Und häufig wird eben gesagt, Unternehmen müssen wachsen, um zu überleben. Das ist ja gar nicht so. Ein Unternehmen muss nicht wachsen, um überleben. Das ist so ein Mythos. Ja? Müssen Banken immer größer werden? Nein, einer der größten Fehler, der bei der Deutschen Bank begangen wurde, war nach dem Mord an Alfred Herrhausen erstmal zu sagen, wir werden die größte weltweite Bank. Dann wurden zwei amerikanische Geldhäuser gekauft. Das hat nicht funktioniert. Eine Riesenkapitalvernichtung. Und dann sind letztlich die Banken so groß, dass sie die Wirtschaft so dermaßen dominieren, dass Herr Ackermann seinen Geburtstag im Bundeskanzleramt feiern durfte, aber auch, dass wir sagen müssen, wenn eine solche große Bank dann umfällt, wir unbedingt staatliche Rettungsfallschirme zur Verfügung stellen müssen. Wenn wir 2000 Banken in Deutschland hätten und 200 davon würden bankrott gehen, dann wäre das doch in dem Sinne ein Phänomen, was irgendwie marktkonform wäre und eine Marktbereinigung auch darstellen würde. Also ich denke, dass man insbesondere im Hinblick auf enormes Wachstum auch Beschränkungen erwägen sollte. Denn ganz vielfach nutzt dieses Wachstum von Organisationen nicht immer den Kunden und der Gesellschaft, sondern in erster Linie den Shareholders. Und die Anteilseigner sind natürlich nicht immer wir alle. Ja, wir wissen, dass 8 Menschen auf der Welt so viel besitzen wie die ärmsten 50% auf der Welt. Und also, weiter gehen wir jetzt nicht auf Verteilungsfragen ein. Ja, aufgrund super. Der Zeit. Dann, ich nehme mal die Frage raus und interpretiere das so, dass wir als Mitglieder vom Verband die Familienunternehmer dann ethisch schon ganz vorne mit dabei sind. Denn wir stehen ja mit unseren Familien und auch mit unserem Vermögen da ganz viel für das Unternehmertum ein. Und damit mit diesem positiven Gedanken möchte ich zur Abschlussfrage kommen. Nämlich die Frage, wenn du dich jetzt mal in uns Unternehmer hier reinversetzt, wie wir jetzt hier in der Leitung sind, welche 3 ganz konkreten Tipps hast denn du, damit wir in Zukunft noch ethisch und noch moralisch unterwegs sein können? Also zunächst mal, ich stimme der einleitenden Stellungnahme zu. Und das zeigen auch alle Daten. Die großen Probleme werden im Grunde dann verursacht, wenn Kapital und Entscheidung getrennt werden. Ja. Also die großen Skandale, das wissen wir alle, denken wir an Bhopal, denken wir an Volkswagen, denken wir an Siemens, das waren keine Eigentümer, keine Unternehmer, die diese Skandale verursacht haben. Das waren lauter
angestellte Manager-CEOs. Die drei Sachen, die ich Menschen mitgeben würde, Mensch, die Frage hättest du mir vorher sagen sollen. Machen wir ganz bewusst improvisiert. Zunächst mal die Sache, die ich immer sage, Kommunikation ist entscheidend. Ja. Also ich glaube, gerade in Unternehmen sollte man auch davon absehen, sowas zu haben wie eine Hidden Agenda, sondern man sollte über seine Pläne intern sehr, sehr ehrlich sein und Menschen mitnehmen. Ja. Gerade bei Wandel. Und wir haben natürlich permanenten Wandel. Gerade bei Wandel ist es wichtig zu sagen, hier stehen wir, werden wir hin. Und das sind auch Veränderungen, die anstehen. Denn diese Veränderungen können natürlich auch... Im Grunde sind Menschen zunächst mal gegen Veränderung. Also Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Das Zweite ist, dass man sich auch selber Gedanken macht über diese Frage. Ja, wir entwickeln natürlich als Unternehmer und als Manager und als Strategieplaner immer wieder Strategien. Und bei diesen Strategieentwicklungsfragen sind so Fragen auch über Mission und Vision immer ganz, ganz wichtig. Wer sind wir eigentlich und wo wollen wir hin? Und diese Frage ist, glaube ich, auch für jedes Individuum sehr, sehr wichtig. Ja? Wer bin ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Ja, und eine ganz wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist, abends kann ich mir vor den Augen, kann ich mir vor dem Spiegel in die Augen schauen. Ja? Ich stelle mir die Frage eher so, kann ich das, was ich verantworte, eigentlich auch meiner Tochter ins Gesicht sagen? Das ist vielleicht noch besser. Könnte ich es meiner Mutter sagen? So. Das Dritte ist, bei Entscheidungen, auch Personalentscheidungen, müssen wir Menschen anschauen. Ja? Und nicht nur Lebensläufe und Qualifikationen. Und das ist natürlich auch etwas, was ich aus Unternehmerfamilien und familiengeführten Unternehmen gut kenne, wo auch zum Beispiel bei Personalabbau sehr, sehr menschlich danach geschaut wird, wem was wie weh tut. Aber auch bei Recruitment-Prozessen, wo wirklich gut geschaut wird, wie gut passt diese Person eigentlich zu uns. Also mit menschlicher Perspektive und guter Kommunikation vor allen Dingen das machen, was richtig ist und nicht unbedingt das, was einem einen Vorteil bringt, sagt Professor Tobias Gößling. Herzlichen Dank, dass wir mit Ihnen im Gespräch sein durften. Vielen Dank, Hermann, für das Gespräch und vielen Dank vor allen Dingen an euch für eure Fragen hier in der Fragebox. Bis zum nächsten Meet. Bis dahin alle schön verantwortlich bleiben. Bis dann. Tschüss. Alles Gute. Vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss.